Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Hier neben mir steht Jolene, 17 Mal schon mit AIDA gefahren und heute macht sie ihr Praktikum und wird unser Kamerakind. Und ich habe euch mitgebracht von der Bella was Schönes aus dem Rossini. Ganz wunderbarer Film und dann Langkawi, ein toller Ausflug und wir spielen Tut das oder tut das nicht. Bitteschön. So, Jolene hinter der Kamera, ich vor der Kamera und ihr könnt euch freuen auf einen wunderbaren Film von AIDA Bella, nämlich über das Rossini und nehmt's euch zu Herzen. Viel Spaß! Liebe AIDA-Freunde, ihr wisst ja, an Bord unserer Schiffe haben wir ein wunderbares Restaurant namens Rossini. Was ich nicht verstehe, ist, dass viele von euch gar nicht wissen, was da wirklich passiert. Eigentlich ist für mich, und das sage ich auch mal bei jeder Reise, eigentlich ist für mich das Rossini wie ein weiterer Hafen, wie eine weitere Destination, etwas, wo man richtig was entdecken kann. Das, was ihr hier bekommt, das ist richtig ernsthaftes Essenserlebnis. Vom Allerfeinsten mit ganz viel Liebe gemacht. Ganz oft waren die Kollegen vorher auf dem Markt, haben richtig was Lokales gekauft. Und das kriegt ihr hier für einen Preis, ganz ernsthaft, das kriegt ihr nirgendwo an Land. Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch mal mit auf die Reise, wir gucken mal hinter die Kulissen ein bisschen. Und dann probieren wir mal. Herzlich willkommen in der Küche vom Rossini. Neben mir Sascha Quast. Chef de Cuisine heißt das bei euch, ne? Das ist richtig, genau. Chef de Cuisine. Was gibt es heute Abend zu essen? Ich kann es kaum erwarten. Wir haben heute Abend ein Weltenbummler-Menü. Das heißt, ja, wir machen eine Reise um die Welt, ja, hier im Rossini bei uns. Okay. Und du darfst probieren, ich nicht. Ja, das sieht man aber auch. Das ist die Arthur-Soße. Ja. Arthur ist meine Soße. Deswegen heißt sie auch Arthur-Soße. Das, ja, ist die Soße für unsere Amis heute. Es gibt einen Shumai aus den Philippinen. Ja. Das ist so ein Dim Sum. Und da gibt es die Arthur-Soße und ein bisschen Blasensalat dazu. Und lass mal anrichten. Komm mit. Und schon ist der Gruß aus der Küche fertig. Ich bin ja eher für Entertainment zuständig. Mit Essen kenne ich mich gar nicht aus, aber so viel habe ich verstanden. Es gibt auch Fleisch. Es gibt auch Fleisch. Ja. Heute gibt es aus Portugal Iberico. Das ist das schwarze Schwein. Ja. Das wird nur mit Eicheln gefüttert und, ja, ist richtig schön. Das kann man vor allem auch rosa essen. Ich gehe jetzt aus der Küche raus, ich will nicht weiter im Weg rumstehen, außer es ist unglaublich heiß hier. Ja, das schwitzt auch schon ganz schön. Aber ich auch, das ist ganz normal. Aber es sieht toll aus, was ihr macht und ich bin so gespannt, wie es schmeckt. Nehmt Platz im Restaurant. Viel Dankeschön. Spaß. Das ist wirklich unglaublich. Ihr könnt euch aussuchen, ein 3-Gänge-Menü oder ein 6-Gänge-Menü. Und das sind gar keine abgehobenen Sachen. Das sind nur bekannte Dinge in einer wunderbaren anderen Komposition. Manchmal dem Land zugeordnet. Zum Beispiel aus Portugal gibt es diese geschmorte Iberico-Schulter. Und die sind dann mit Auberginen und Kartoffeln. Da habt ihr in der Zubereitung gesehen, bin ich sehr gespannt, wie das schmeckt. Und so haben Sie die Gruß von der Küche. Dazu auch eine spezielle Soße, die Arthur-Soße. Guten Abend, ich wünsche Ihnen. Dankeschön. Hammer. Der Arthur kann Soßen machen. Als Suppe heute in unserem Weltenbummler-Menü geht es nach Mexiko. Wir haben die Chupa de Quinoa. Das ist eigentlich ein klassischer Eintopf, wo Quinoa, Bohnen, Kartoffeln und Mais mit drin ist. Und jetzt kommt eine Geflügel-Velouté obendrauf und dann ist das Süppchen schon fertig. Und wie bringt ihr den Gästen bei, dass das eigentlich einfach eine Suppe ist, die auch von Mutti gekocht sein könnte, nur mit ein paar Besonderheiten drin, die vielleicht vom Markt kommen oder so? Suppe mag jeder. Das ist auch das Beste, wo man die Gäste mit einfangen kann auch. Und ich erlebe das immer wieder, dass gerade diese Cremesuppen, das kommt bei den Deutschen wunderbar an. Also dann ist wirklich so das Aha-Erlebnis da, oh, die hat Oma genauso früher gemacht in der Richtung. Und das finde ich immer ein schönes Lob auch. Und wenn die Kinder kommen und sagen so, ich möchte Steak mit Pommes und so, macht ihr das auch? Das gibt's auch. Das gibt's auch. Wobei meistens sind Chicken Nuggets mit Pommes drin. Ja. Habt ihr denn Gäste, die so ein Essen, so eine Art von Essen zum ersten Mal kennengelernt haben auf AIDA? Ganz viele Gäste, die sich einfach immer gescheut haben, in Restaurants zu gehen, die, ob es Gourmet oder auch Sternekategorie sind, weil ich sage immer, manchmal ist es andächtiger als in der Kirche. Man darf sich eigentlich nicht unterhalten, geschweige denn das Essen mit dem Partner dann teilen, der einem gegenüber sitzt. Und hier ist es wirklich so, kommt rein, fühlt euch wohl, fühlt euch wie zu Hause. Und es ist für mich das schönste Restaurant, was ich kenne. Allein von der Aussicht her, wenn man rausgekommen hat, jeden Tag ein anderes Land vorm Fenster. Und für mich ist das Schöne daran, dass ich wirklich machen kann, was ich will. Und dass ich die ganze Welt habe, die ich auf dem Teller präsentieren kann, durch die ganze Welt auch parallel fahre und damit natürlich auch noch die eigenen Eindrücke auch noch mit auf die Gerichte einbringe.
Vielen, vielen Dank, Sascha. Und jetzt freue ich mich auf den Hauptgang. Und so haben wir den Hauptgang aus dem schönen Portugal. Lassen Sie schmecken. Dankeschön. Wunderbar. Ich esse jetzt meinen Hauptgang zu Ende und genieße das so richtig und freue mich auf den Nachtisch. Und ihr versprecht mir bitte, geht ins Grossini, ganz ernsthaft. Und wenn es euch nicht geschmeckt hat, dann ruft mich an. Es wird nicht passieren, ich bin mir ganz sicher. Ich esse jetzt die Baby-Aubergine und euch wünsche einen schönen Tag. Ein großer Teil des Zaubers unserer Reisen sind für mich die Ausflüge. Und wir sehen immer zu, dass wir ganz, ganz viele Ausflüge machen, dass wir viel lernen, viel sehen und viel erleben. Und in Malaysia waren wir auf Langkawi und haben da so einen Inselhopping-Ausflug gemacht. Das war richtig toll. Guck mal. Ich sag's euch, jeder deutsche Hafenkapitän wird sich die Haare raufen bei dem, was hier abgeht. Aber alles koordiniert, alles hintereinander. Man weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber am Ende funktioniert's. So, wir sind jetzt am ersten Punkt unserer Reise angekommen, dem Geopark auf Langkawi. Und rechts und links der Piste sollen auch Affen sein, also Tieraffen. That you see now, the monkey, the name is a crab eater macaque or long tail macaque. Thank you very much for bringing us all the monkeys. Thank you. My pleasure. My pleasure. Thank you. Yeah. Welcome to Wet Rice Island. Okay, ladies and gentlemen, you can enjoy in this island. Night and day, no time to waste. Come out and play, it's your holiday. Ein großartiger Tag heute in Malaysia auf Langkawi. Wir waren bei den Affen, wir waren am Stausee, wir sind Tretboot gefahren, jetzt sind wir hier noch am Strand. Mehr geht nicht. Und die Kokosnuss habe ich mir reichlich verdient. Unsere Gäste machen ja jeden Spaß mit und besonders tut das oder tut das nicht, macht uns beim Gucken besonders viel Spaß, weil wir dann die Kollegen sehen, wie die gucken. Gucken Sie mal. Wir wollen gerne spielen. Kennen Sie unser Spiel Tut es oder tut es nicht? Ja. Das ist schön. Ist nämlich eines meiner Lieblingsspiele. Heißt, wir zeigen Ihnen einen Clip, halten den irgendwo an. Sie müssen einschätzen, macht er das nicht? Liegen Sie richtig, kriegen Sie einen Cocktailgutschein. Liegen Sie falsch, gewinnt die Dame neben Ihnen den Cocktailgutschein. Würdest du mir einen Gefallen tun für einen Cocktailgutschein? Und zwar einmal... Ein Herr hier vorne, einfach von hinten hingehen, einsprühen und sagen, hier ist der kostenlose Einsprühservice. Und? Macht er. Sie sagen, er macht's. Wir gucken nach. Das mag ich, aber ich darf wählen, wen. Okay. Ja, es stimmt. So, bitteschön, der ist für Sie. Würden Sie mir für einen Cocktailgutschein einen Gefallen tun und einmal hier aus diesem Wagen einen Lappen nehmen und vorne an den Rezeptionsschalter so ein bisschen abputzen? Würden Sie das machen? Und? Ja. Du sagst ja, er macht's. Wir gucken nach. Kann ich machen. Dann los. Und achten Sie mal auf unsere Mitarbeiterin. Bitteschön, der ist für dich. Würdest du für einen Cocktailgutschein einmal mit diesem Schrubber in den Shop gehen und hier einfach nur so 10 Sekunden ein bisschen hin und her wischen? Wohlgemerkt, bevor du dich entscheidest, an dem Schrubber war unten kein Lappen dran. Macht er. Du sagst, macht er. Wir gucken nach. Schon den ganzen Shop wischen. Okay, dann los. Und gleich kommt rechts unser Mitarbeiter, der Alex, ins Bild. Noch ist alles gut. Er hat ihn noch nicht gewinnt. Na, doch.
Bitte schön, erst für Sie. Und wenn ihr richtig tolles Essen erleben wollt im Rossini oder wenn ihr mal Asien kennenlernen wollt oder überhaupt mehr über uns wissen wollt, dann geht ihr ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Und hier kommt sie, die Verlockung der Woche. Wir starten in Kiel und fahren als erstes nach Tallinn. Es geht weiter nach St. Petersburg in Russland und nach Helsinki in Finnland. Wir besuchen noch Stockholm in Schweden und reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Kiel. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von unseren wunderbaren Schiffen mit der schönsten Musik. Tschüss! Tschüss! So we take each other hands, cause we seem to understand the urgency. I swear it's the truth, and I'm holding on to you.